In der Gemeinschaft mit dem Vater bleiben. Matthäus 11, Vers 24. Doch ich sage euch, dem Sodomer Land wird es erträglicher ergehen am Tag des Gerichts als dir, Kapernaum. Zu jener Zeit begann Jesus und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen hast und hast es Unmündigen geoffenbart. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Als der Herr die führenden Städte tadelte, antwortete er und sagte, ich preise dich, Vater. Das Wort antwortete ist sehr bedeutungsvoll. Wem antwortete der Herr? Er antwortete dem Vater. Während der Herr die Städte tadelte, hatte er Gemeinschaft mit dem Vater. Indem er zu jener Zeit dem Vater antwortete, pries er ihn. Als der Herr die Städte tadelte, war eine dritte Partei zugegen. Der Herr war die erste Partei, die Städte waren die zweite Partei und der Vater, der bei ihm war, war die dritte Partei. Der Vater hat vielleicht zum Sohn gesagt, du tadelst diese Städte, weil sie dich abgelehnt haben. Bist du erfreut darüber? Der Herr antwortete sofort und pries den Herrn des Himmels und der Erde. Manchmal ist eine dritte Partei zugegen, wenn du zu deiner Frau sprichst. Du bist die erste Partei, deine Frau ist die zweite Partei und der Herr ist die dritte Partei. Vielleicht sagst du zu deiner Frau, gestern hast du mich nicht sehr gut behandelt. Dein Verhalten war armselig. Während du diese Worte sagst, steht die dritte Partei daneben und sagt vielleicht, wie steht's damit? Magst du es? Ja, deine Frau war gestern nicht sehr lieb. Könntest du in einem solchen Augenblick sagen, ich preise dich, Vater? Dies ist für uns nicht leicht. Doch der Herr Jesus konnte es. Er konnte sagen, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde. Ich anerkenne deine Autorität. Wenn dies nicht von dir wäre, hätte keines dieser Städte mich abgelehnt. Selbst ihre Ablehnung ist von dir, Vater. Ich stelle mich auf deine Seite. Diese Situation ist recht gut. Ich sage dir, dass ich darüber erfreut bin und ich kann dich dafür preisen.